Hi ihr Lieben, ganz herzliche Grüße aus Rerik. Wir sind hier zur Mutter- und Kindkur, sind im bunten Haus untergebracht und haben Zimmer 403. Ich weiß ja, dass einige von euch immer überlegen sind, ja, ist so eine Mutter- und Kindkur auch was für mich? Deswegen wollte ich mit euch ein bisschen darüber quatschen. Erstmal über die Voraussetzungen für so eine Mutter- und Kindkur. Es ist eine ganz große Hilfe, wenn ihr gesetzlich versichert seid. Denn Mutter- und Kindkuren sind eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Ist zwar manchmal soviel ich weiß, dass wenn man privat versichert ist, dass man dann irgendwelche Zusatzversicherungen speziell für Kuren abschließen kann. Allerdings habe ich mir sagen lassen, dass die dann so teuer sind, dass man auch die ganze Kur gleich selbst bezahlen kann. Dann habe ich mir sagen lassen, dass einem so eine Kur alle 4 Jahre zusteht. Zum Beispiel, wenn man in einer sehr stressigen Situation ist, wenn man mehrere Kinder hat, beruflich sehr angespannt, wenn man eine Tätigkeit ausübt, wo man öfter Rückenschmerzen hat, wenn man erschöpft ist. Also hier und von den Müttern, die jetzt da sind, leiden einige unter Schlafmangel, zum Beispiel wegen der politischen Situation. Andere machen sich oft Sorgen. Oder es gibt welche, die halt alleinerziehend sind und deswegen natürlich ganz besondere Herausforderungen haben jeden Tag, die dann oft total kaputt sind, wenn sie abends nach Hause kommen, dann noch einen Haushalt haben. Oder welche, die auch einfach sich oft schlapp fühlen, oft erkältet. Also all das sind Gründe, die man beim Arzt dann ruhig auch anführen kann, wenn man so einen Antrag stellen möchte. Ja, und ich sag mal, je mehr Kinder man hat, je schwieriger die Situation ist. Wenn man zum Beispiel auch noch einen Pflegefall zu Hause hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Antrag dann genehmigt bekommt. Und wenn er mal abgelehnt wird, kann man auch in der Regel Einspruch erheben und hat dann auch ganz gute Aussichten. Ja, zur nächsten Frage, wie schnell geht das, wenn man dann das Feedback von der Krankenkasse hat, dass man die Kur machen kann? Ich persönlich finde es ja im Sommer am schönsten. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich im Februar den Antrag gestellt habe. Da ging nämlich alles ganz schnell. Dann sollte ich innerhalb 3 Monate mir überlegen, wo ich hin möchte. Und da hatte ich auch die Möglichkeit, mir was auszusuchen. Erst habe ich einen Anruf gekriegt, dass so die Klinik in Ursee ganz gut zu mir passen würde, im Schwarzwald. Hat mir auch sehr gut gefallen, aber am Meer fühle ich mich einfach am wohlsten. Ich bin bei der Techniker-Krankenkasse versichert, habe ich gefragt, ob ich nicht auch so eine Avusano-Klinik nehmen kann. Die liegen ja alle an der Ostsee, die finde ich wunderschön. Und ja, hier in Rerik gibt es auch schon ab einem halben Jahr Kinderbetreuung und haben Salzwasserbecken, also so ein paar Pluspunkte, die mir noch gefallen haben. Und dann habe ich das okay gekriegt und bin jetzt im Monat Juni hier. Vielleicht auch noch etwas dazu, wieso ich den Antrag gestellt habe. Ich habe hier auch letztes Jahr schon mal so mit dem Gedanken gespielt, habe mir gedacht, ach nee, das möchte ich schon den Müttern lassen, denen es wirklich schlecht geht, die alleinerziehend sind, die vielleicht krank sind, ganz viel Stress haben. Dann hatte ich im Januar aber 5 Wochen lang so einen Infekt gehabt. Ich bin dann einfach nicht losgeworden. Die Kinder haben mal irgendwie was von anderen Kindern angeschleppt, bei denen war das sofort wieder weg. Und ich hatte wirklich 5 Wochen lang Halsentzündung, dann die Nebenhöhlen entzündet und war einfach total schlapp und dann war es mal weg und auf einmal ging es dann so Mitte Februar dann wieder los und Anfang März irgendwie immer diese Erkältungen und öfter mal ein bisschen schlapp. Ich muss auch dazu sagen, die Wintermonate sind gar nicht meins. Also Januar bis März, wenn man mich da einmal anhustet, dann habe ich sofort und habe es auch eine Weile. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ach ja, versuch's das mal und ein bisschen Erholung wäre auch schön. Und ich bin eben berufstätig, habe auch 2 Kinder. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ja, es ist auch ein Grund, warum man dann noch öfter mal gestresst sein darf, denke ich mir. Ja, und der Hausarzt hat das mit mir zusammen ausgefüllt, hat mir alles Gute gewünscht, habe es eingeschickt, habe sofort das Okay gekriegt und bin jetzt ja wenig später hier und sehr, sehr happy. Also ich habe mich schon total erholt und auch sehr glücklich hier. Mit dem Gepäck habe ich das so gemacht, dass ich 2 große Koffer vorher abgeschickt habe. Allerdings habe ich den Fehler gemacht, dass ich dann doch ein bisschen zu viel Handgepäck hatte. Mir sind noch 1000 Sachen eingefallen, die ich ja auch noch gebrauchen könnte. Ach, machst du noch mal eine Jacke rein und noch mal zusätzliche Schuhe. Man weiß ja nie, wie das Wetter dann wird. Ostsee kann auch frisch sein. Ja, und dann hatte ich dann den Kinderwagen, ein Baby drin oder ja, 16 Monate altes Baby drin, den Leon dabei, musste sehen, dass der mir nicht wegläuft und noch 4 große Taschen, also Rucksack, riesige Tüte und war total schwer bepackt. Was ich beim nächsten Mal besser machen würde, was ich euch auch empfehlen würde, vorher eine Umsteigehilfe arrangieren, soll, soviel ich weiß, kostenlos sein, einfach bei der Deutschen Bank anrufen, dann ist das alles auch ein bisschen einfacher. Mich haben schon Mütter gefragt, welches Alter der Kinder denn ideal für so eine Kur ist. Da kann ich nur sagen, dass wenn die Kinder noch sehr klein sind und noch gar keine Fremdbetreuung hatten,
dass man dann damit rechnen muss, dass die ersten Tage ein bisschen schwieriger sind. Die geben sich allerdings ganz viel Mühe. Die Emily, die ist zum Beispiel in der Schneckengruppe. Die ersten Tage hat man da ganz viel Geheule mitgekriegt. Ne? Also das ist ganz normal, aber die Betreuer geben sich sehr viel Mühe. Bei Emily war es halt so, ja, die ersten 2-3 Tage hat sie so 10 Minuten lang geweint, aber hat sich dann auch beruhigen lassen. Die Betreuer meinten so, ja, Elli Scheber, wir sind ja per Sie, ja. Frau Wilde, Sie haben hier so Termine, versuchen Sie es doch mal. Wenn die Emily zu lange weint, dann rufen wir Sie an. Und ja, hat mir ein bisschen wehgetan im Herz, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen. Allerdings hat Emily sich beruhigen lassen, war dann auf dem Arm und haben sich auch gut um sie gekümmert, gekuschelt, was zum Trinken gegeben, zum Mampfen. Essen geht immer gut bei ihr, hat meinen Appetit geerbt und dann hat das auch ganz gut geklappt. Ja, und nach 3 Tagen, Emily war am Strahlen, ich konnte sie hinsetzen, hat sich pudelwohl gefühlt und wenn ich sie abgeholt habe, dann hat sie mich auch ganz breit angelächelt. Der Leon, der ist 4 Jahre alt und der hat mir gleich am ersten Tag gesagt, Mama, hier ist es so cool, hol mich bitte so spät wie möglich wieder ab. Hier gibt's jetzt meinen Therapieplan. Ich bin die 2. Woche jetzt hier, das habe ich letzte Woche auch schon gehabt. Fängt morgen am Montag jetzt mit Nordic Walking an. Das war letzte Woche auch schon so schön. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid dann auf so einem Hügel, Meerblick, große Bäume, so Schatten, angenehme Luft. Und dann walkt ihr, quatscht ein bisschen nebenbei mit anderen Müttern. Also es hat ganz viel Spaß gemacht, war total erholsam. Man war danach angenehm fit, aber nicht jetzt total ausgepowert. Ich hasse das, wenn Sport anstrengend ist oder wehtut. Da drücke ich mich dann immer. Ja, um 15 Uhr habe ich Mutter-Vater-Kind-Sport. Hatte ich letzte Woche einmal mit Leon, einmal mit der Emily. Könnt ihr euch so vorstellen, der Therapeut steht dann so, also bei den Kindern ab 3, wo Leon dabei war. Feuer, dann rennen alle zur Tür, Wasser, dann springen alle auf eine Bank, Sturm, alle legen sich dann auf den Bauch so. Oder dann andere Spiele, dass man einen großen Reifen nimmt und einfach damit mal machen kann, was man möchte. Und das ist ein Gekreische unter der ganzen Gruppe. Die Kinder, die grölen fröhlich. Und der Leon auch nachher, oh Mama, das war so schön. Können wir nochmal Mama-Kind-Sport machen? Mit Emily war ich ja in der Gruppe für unter 3-Jährige. Da haben sie einfach so ein paar Sachen aufgebaut. Das war ohne Programm. Und dann konnten die Kinder halt ins Bällebad und ein bisschen klettern. War auch schön. Da muss ich sagen, da habe ich mich die ganze Zeit mit anderen Müttern unterhalten. Da habe ich die kleine Maus ein bisschen vernachlässigt. Aber das hat sie mir auch schon wieder verziehen. Ja, dann sehe ich hier gerade, dass ich auch 2 Vorträge nächste Woche habe. Ich habe von dem Vortrag Stressbewältigung schon den ersten Teil mitgemacht. Waren ein paar gute Tipps dabei, ging allerdings 75 Minuten. Irgendwie war ich auf einmal so müde, mir sind mir die Augen zugefallen. Aber das lag nicht daran, dass die Qualität des Vortrags schlecht war. Irgendwie, ja, ist das bei mir so, wenn ich ganz lange sitze und zuhöre, irgendwann kann ich mich nicht mehr so konzentrieren. Aber die war ganz cool, so die Rednerin. Ja, zum Beispiel meinte sie dann, ja, wenn man gestresst ist, soll man erstmal so richtig ausatmen. Man kann auch vor den Kindern das so machen. Und dann lachen die Kinder sich kaputt und man lacht selbst mit und dann ist der Stress auch schon weniger. Oder wenn die Kinder anfangen wollen zu jammern, wenn die dann im entsprechenden Alter sind, soll man als Erste jammern. Oh, ich kann nicht mehr laufen, wer trägt mich? Und dann sind sie auch alle am Lachen. Das ist jetzt so ein Tipp von vielen. Bei diesem Vortrag war mir eigentlich wenig neu, aber manchmal tut es auch gut, solche Gedanken mal einfach wieder aufzufrischen, sich auch wieder vor Augen zu führen. Ja, man muss öfter mal was dafür tun. Oh, meine kleine Maus, die Mama quatscht mich ständig in die Kamera. Ne? Ja, und dann habe ich nächste Woche Teil 2 vom Vortrag Stressbewältigung. Und dann habe ich auch noch einen Vortrag zum Thema Angstbewältigung, weil ich mir auch in den Antrag reingestellt habe, dass ich manchmal dazu neige, mir schnell Sorgen zu machen. Also ich bin vom Naturell her, ich bin eine gebürtige Kölnerin, ich bin so eine frohe Natur, immer fröhlich gut drauf, aber manchmal, ja, dann liege ich da so vorm Einschlafen und dann mache ich mir auch dann schon mal zu politischen Situationen zum Beispiel Sorgen und was mit den Kindern später mal ist, auch ganz bescheuerte Gedanken, wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin und sowas, ja, haben aber alle Mütter schon mal, ne, und das ist auch was ihr in den Antrag alles reinschreiben könnt, ne, wenn ihr so einen Antrag mal macht. Und es gibt viele Mamis von uns, die dann bei diesen Vorträgen auch dabei sind. Also als ich in den Vortragsraum reingekommen bin bei Stressbewältigung, habe ich mir gedacht, oh, es haben viele Stress. Ich glaube, da waren 70
Mamis drin und auch noch Papis. Ja, man hat hier auch noch persönliche Gespräche. Ich habe jetzt schon das zweite Mal ein Gespräch mit der Ärztin gehabt. Die Ärztin, die finde ich einfach mega cool. Also das ist so eine Frau, mit der ich auch zusammen Kaffee trinken würde. Und ich hatte das Gefühl, dass wir es beide schade fanden, als die Zeit dann vorbei war. Wir haben uns einfach sehr, sehr nett unterhalten. Ja, ich habe so ein paar Sachen dann auch so aus meiner Kindheit angeführt, die mich belasten. Und da haben wir sehr intensiv drüber unterhalten. Und es ist auch immer gut, dass man von verschiedenen Gesichtspunkten zu sehen. Und sie ist ein bisschen älter als ich, aber vom Typ auch noch so sehr jung geblieben, so von der Art her. Und ja, da bin ich immer gern reingegangen. Und ich habe auch noch mal einen Termin bei ihr und freue mich auch schon darauf. Im nächsten Video geht's mit den Themen Qualität des Essens, Spielplätze und Umgebung weiter. Bleibt einfach dran. Ich freue mich wieder auf euren Besuch. Bye, bye.